Moin moin und hallo zu einer neuen Folge von Mystery Facts. Heute wollen wir unsere Reise in Sachen Traumdeutung weiterführen. Bei der Abarbeitung des Alphabets sind wir nun an dem Buchstaben E gelangt. Was sich hinter diesem Buchstaben verbirgt, seht ihr oder hört ihr eher in diesem Hörbericht. Viel Spaß beim Zuhören! Nun wollen wir uns als nächstes den Vokalbuchstaben E genauer anschauen. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, gibt es unter diesen Buchstaben besonders viele Orte, die eine vielfältige Analyse in Sachen Verfassung des Träumenden zulassen. Tauchen wir nun ein in die Welt der Traumdeutung. Ebbe. Wer sich an einer Küste befindet, wo das Wasser einen sandigen Landstrich freigibt, befindet sich im Zustand der Erleichterung. Das Gefühl, ein Stein sei vom Herzen gefallen, in Kombination mit anderen auftauchenden Erscheinungen, lässt es direkt Rückschlüsse, in welchem Zusammenhang die Entspannung stattfindet. Der Interaktion mit anderen Menschen betreffend oder Situationen, die sich in Wohlgefallen auflösen. Der Rückzug der Last. Nun kann man sich neuen, vielleicht erfreulicheren Dingen zuwenden. Wenn sich dieses Traumbild jedoch in Zusammenhang mit schlechter Stimmung, Einsamkeit zeigt, ist die finanzielle Situation der Person angespannt. Einbahnstraße. Verweist auf die Unabänderlichkeit einer Situation. Die Strecke kennt nur eine Richtung. Sie zu verlassen kann fatale Folgen haben und ist mit einem schwierigen Unterfangen verbunden. Die träumende Person empfindet die Gegenwart als einseitig. Die Sehnsucht nach Veränderung. Wenn die Einbahnstraße als positiv wahrgenommen wird, ist der Weg im Alltag klar definiert. Der Eindruck, man befindet sich auf einem falschen Weg, verkehrt sich ins Gegenteil und wirkt beruhigend. Eis. Stillstand auf einer emotionalen Ebene. Eine gefrorene Landschaft deutet auf das Erliegen einer zwischenmenschlichen Beziehung. Es besteht die Gefahr der Vereinsamung. Man sollte eventuell Eingeständnisse in Erwägung ziehen, um die Angelegenheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn der Träumende eine Eisfläche betritt oder eine andere Person, die im Traum auftaucht, sich auf einer Eisscholle befindet, ist diese Gefahr schon eingetreten. Erde. In der Obhut der Erde gedeiht die Saat. Ein durchweg positives Zeichen. Verwurzelung, Erdung und Schutz. Im Schoß der Erde beginnt das Leben. Zeichen für Fruchtbarkeit, körperliche Gesundheit. Wer tief in die Erde gelangt, sei es durch auftauchende Schächte oder Tunnel, gelangt in die Vergangenheit. Wer Szenen aus zurückliegenden Tagen wiedererlebt, erhofft sich eventuell die Auflebung verblasster zwischenmenschlicher Beziehungen oder die Rückkehr an einem alten Ort. Wer von der Erdunterfläche an die Oberfläche steigt, befindet sich in der Gegenwart auf einen Höhenflug der Befreiung. Was man an der Oberfläche erblickt, verweist auf den direkten Bezug, was sich so positiv anfühlt. Ebene. Wenn sich im Traum eine weite Landschaft auftut, ohne viele unregelmäßigen Sichthindernissen, deutet dies auf die Gleichgültigkeit hin. Wer im Traumland auf eine Ebene wandert, tut dies in der Hoffnung, dass ihm was Interessantes widerfährt. Diesen Traumort kann man als beruhigendes Omen für die Gegenwart deuten. Man hat die Übersicht über die Dinge und fühlt sich gewappnet, neue Erfahrungen zu machen oder Projekte zu beginnen. Im Volkstum wird dieses Traumbild als etwas Besitzendes gesehen. Materieller Reichtum. Exil. Das Gefühl der Fremdheit. Der Eindruck, unerwünscht zu sein. Sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der Träumende hat Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Ein Teil des Ich-Lebens befindet sich in der Verbannung. Ein Gefühl, den entfliehen zu müssen. Das Exil verlassen zu können. Was ist der Grund des Exils? Was für Menschen treten in deren Fokus?